Ein neues Film-, Serien- und Kinojahr hat begonnen und damit wünschen wir euch da draußen, ob nun bei Twitch oder eben dann beim YouTube-Upload, ein ja herzliches, frohes neues Jahr auch hier im Trailerama. Zur ersten Ausgabe des Trailerama und hoffentlich nicht zur letzten im Jahr 2023. Ich bin einmal mehr der Dom, ihr habt euch vielleicht schon an meine Visage gewöhnt, wenn nicht, müsst ihr es weiterhin tun und hier haben sich auch noch ein paar andere Visagen hin verirrt, die auch schon allesamt hier waren. Wir haben ja mittlerweile ein fest eingespieltes Team hier und ja, ich stelle euch mal der Reihe noch kurz und bindig vor, der Till ist einmal mehr wieder hier. Moin. Genau, dann die Theresia. Hallo. Und last but not least, mein Lieblingsfelzer bis in alle Zeit, der Sven. Hallo. Diesmal war ich nett zu dir. Ja, du willst auch nur irgendwas haben, so wie der andere, oder? Ja. Ja, das ist der Jahresvorsatz, den ich jetzt nach 10 Tagen über Bord schmeiße. Von daher. Super. Also, ja. Ja, wir hören es bei The Last of Us. Ein neues Jahr hat begonnen und natürlich damit auch einige Trailer, die auf uns zugekommen sind. Manche haben wir dabei, andere wiederum nicht, aber wir haben tatsächlich wieder eine, proppenvolle Sendung. Wir haben 7 Trailer an der Zahl. 2 davon sind aber, soweit ich weiß, nur Teaser, also eher so, ja, kurze, bündige Appetizer. Was das ist, finden wir gemeinsam heraus. Habt ihr Lust? Geht zu dem. Das machen wir nochmal. Habt ihr Lust? Yeah! Gut. Uns hört eh keiner zu, von daher würde ich sagen, Max, drück auf Knöpfchen. Entschuldigen Sie die Störung. Alles okay? Ich halte das nicht aus. Ich muss aus einer toxischen Beziehung raus. Erzähl uns doch erstmal, warum du zu uns kommst. Mein Boss ist anders. Du wirst ihn nicht mehr los. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme, Meister! Und du hast das Gefühl, er kann dich mit einem Fingerschnips töten. Er muss nicht immer schnipsen. Okay. Aha, kommt einem bekannt vor. Ja, was? Renfield, bring mir unschuldige Opfer. Ich will eine Handvoll Nonnen, eine Busladung Cheerleader. Und ich will einfach wieder ein normales Leben. Aber die moderne Welt ist sehr gefährlich. Nein. Vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Hab ich Sie gerade mit einem dekorativen Servierteller einem die Arme abschlagen sehen? Ist eine Frage der Technik. Lassen Sie mich erklären. Mein Boss hat mir diese Macht verliehen. Dafür kümmere ich mich um ihn, betreue ihn, bringe ihm Essen. Sie bringen ihm Menschen zu essen? Das heißt, Sie sind der Pizza-Service des Bösen. Und wenn du dich nicht mehr auf seine Bedürfnisse fokussierst, was passiert dann? Dann entfaltet sich seine volle Macht nicht. Richtig, seine volle Macht entfaltet sich nicht. Wow, was ist das denn für eine krasse Formulierung? Aber ja! Hi, kommen Sie zu unserem Treffen? Ja, kommen Sie ruhig rein! Nein! Manche nennen mich den Finsteren, andere den Herrn des Todes. Doch für die meisten bin ich Dracula. Okay, offenbar haben wir es hier mit etwas mehr als nur Narzissmus zu tun. Lass uns essen! Ah, holy moly. Direkt der Einstieg. Man merkt es, Vampire kommen so langsam wieder in den Trend. Ich habe ja vor einigen Tagen den Start der Serie auf Sky oder Wow Interview with the Vampire besprochen mit der lieben Britt Marie. Kann man sehr gerne reinhören. Uns erwartet dann noch das Nosferatu-Remake vom großartigen Robert Eggers und The Last Voyage of Demeter wird auch noch kommen. Aber erstmal das hier. Renfield mit niemand Geringerem als Nicholas Hoult in der Titelrolle. Und ja, gut, wen interessiert Nicholas Hoult, wenn
fucking Nicolas Cage Dracula spielt. Richtig. Das denke ich auch. Ja. Gott. Fangen wir mal an. Die Cage-Fans, bitte vorweg. Tja, Cage-Fan ist so schwierig irgendwie. Jetzt will es keiner gewesen sein. Ja, ich bin einer. Irgendwie bin ich einer, ja. Aber wir sind hier unter uns. Das ist ein geheimes Treffen anonymer Cage-Fans hier. Aber das ist gut. Aber ich weiß nicht so ganz. Man muss den Film halt so im Ganzen sehen. Ist das, ob das bewusst dauerhaft so trashig bleibt oder ob er sich zu ernst nimmt? Das ist das wichtigste Punkt. Mhm. Und ich hoffe, es bleibt so trashig, so mit diesem Wirework, dass man wirklich sieht, dass wirklich schlecht aussieht. Und wenn es so bleibt, ist es gut. Ja, die Frage ist halt, wie lang oder wie viel Spielzeit eben Nicolas Cage dann hat, weil es, du hast ja eben schon Renfield, also nach seinem Assistenten oder trostlosen Mitarbeiter, ist halt auch die Frage, wie viel Screentime er dann hat. Aber irgendwie habe ich eine perfide Lust, den Film zu schauen. Ja, ich weiß, wer auch eine perfide, mehr als perfide Lust hat, den Film zu schauen, nämlich Sven. 100 ja. Pro. Ja, absolut. Nach dem explodierenden Priester haben sie mich sofort gehabt. Und es war wirklich nur Zufall, dass ich habe drauf gedrückt, die Werbung, also ich habe halt irgendwie gesehen, dachte, oh komm, und drauf gedrückt und guck und denk, hey, das könnte mir echt gefallen. Aber ich hoffe halt, er wird nicht zu witzig. Also das ist so die Gefahr, weil Nick Cage funktioniert als Dracula, finde ich, sehr gut. Es sieht wirklich sehr gut auch aus und ist auch ein bisschen angsteinflößend. Wenn es jetzt halt die ganze Zeit nur eine Lachplatte ist, weiß ich nicht. Ja, und eine Lachplatte, also eine Vampir-Lachplatte, muss ich immer mit What We Do in the Shadows messen. Und sowohl der Film als auch die überragende Serie, ich liebe die Filme. Und das ist halt ein Gradmesser. Das ist halt einfach so. Steht und fällt es. Wobei es halt wirklich so, finde ich, so ein bisschen aussieht, als ob Nobody, John Wick und alles andere jetzt halt im Vampir-Universum stattfinden. <Ja. lacht> So auch mit seinen Kampfkünsten und dann Terroristen, die einmarschieren. Ich hab Bock drauf, aber ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Ja, ich bin für meinen Teil total zwiegespalten. Also irgendwie sieht es mir zu trashy aus. Ja, Nicolas Cage ist irgendwie, wirkt halt, als hätte der Tiger King was mit Marilyn Manson gehabt. Nicolas Hoult funktioniert für mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich mag den sehr gerne. Ich habe den ja auch zuletzt in The Menu gesehen, aber irgendwie zündet das bei mir nicht. Und so, ja, es könnte auch sehr, sehr schnell zu viel werden. Also, der Film ist ja von Chris McKay, der auf der einen Seite den Lego-Batman-Movie gemacht hat, den ich sehr gerne mochte, der aber auch so ein bisschen manchmal schon too much wurde. Ja, wobei bei Lego-Batman war das too much dann wieder so viel zu viel, dass ich es gefeiert habe. Was kam immer noch was dazu. Ja, irgendwie schon. Ich mochte den sehr gerne. Auf der anderen Seite hat Chris McKay zuletzt nicht allzu Glück gehabt, denn er hat Tomorrow War mit Chris Pratt von Amazon, glaube ich, inszeniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber der ist schon ein guter, keine Frage. Also ich meine, der hat ja auch mehrere Folgen von Robot Chicken schon inszeniert. Die war ja auch dermaßen abgefahren und hatte Gags aus im Staccato-Modus. Ja, ach, ich weiß nicht, irgendwie so richtig zündet es bei mir nicht. Auf der anderen Seite habe ich eine perverse Neugier auf Nicolas Cage. Ja, das ist, glaube ich, das, was die Leute dann ins Kino zieht. Ja. Das ist ins Kino zieht die perverse Neugier. Ja. Das ist so. Einmal mehr, ja. Ja, ob ich ihn im Kino gucke? Werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber. Sven wird am ersten Tag reinrennen, weil sie jetzt schon. Dachte ich auch. Nee, das lohnt sich nicht. Ich glaub's nicht. Da komm für den Nick. Ja, also, wenn man jetzt auch so die Gerüchte ja hört, hier ein fragliches Face-Off-Sequel, ich weiß zwar nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber
Okay. Warten wir mal ab. Also ich würde es ihm schon gönnen, wenn er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder kriegt, vielleicht auch den einen oder anderen Actionfilm noch macht oder halt wieder anfängt abzustützen. Wir werden es sehen. Ja. Also er soll noch Lust haben oder Interesse haben, National Treasure 3 zu machen. Also hier Familienbock. Oh, die habe ich als sehr gefeiert, die Filme. Die mochte ich sehr gern, ja. Ja, da kommt jetzt erstmal eine Serie, eine Disney-Plus-Serie. Vielleicht wird er da über ein Überraschungs-Cameo haben, keine Ahnung. Wo ich auch so ein bisschen zurückhaltend bin, ist bei Awkwafina, die man ja auch im Trailer gesehen hat. Ich habe soweit nichts gegen die, allerdings fand ich die ganz, ganz furchtbar in einer wirklich richtig schlechten Komödie, die bitte keiner von euch gesehen hat, nämlich Breaking News in Yuba County. Aber gut, der Film war so ultra beschissen, also dass nicht mal eine gute Performance den eigentlich hätte retten können. Und da war sie halt auch so in einer überdrehten Comedy-Rolle und hier, ja, abwarten. Also ich meine, die kann ja was, so ist es ja nicht, aber also man muss sich nur irgendwie, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall dieses irgendwie The Farewell, genau, großartiges Drama mit Awkwafina. Ansonsten, ja, also mir ist es irgendwie too much jetzt schon. Ich weiß es auch nicht, aber Es ist halt immer so diese Trailer, also es ist halt so komisch. Also ich bin mir nicht sicher. Also einerseits habe ich Lust, den Film zu schauen, andererseits denke ich mir, naja, wer weiß, in welche Richtung es geht. Wird es zu trashig, wird es zu komödiantisch, aber irgendwie ist da doch diese Grundneugier da, die mich garantiert diesen Film schauen lassen wird. Ja, wir werden ihn am Ende alle gucken, das weiß ich jetzt schon. Und Vampire sind für mich Vampire nie tot gewesen. Ich mag Vampire. Die kommen nie aus der Mode. Ich mag Vampire auch. Ja, total. Also vor allem finde ich das schön, also wie gesagt, ja, jetzt zuletzt der Start von Interview with a Vampire. Es kommen jetzt 10 Jahre nach dem Twilight-Phlegma kommen jetzt endlich mal wirklich wieder klassische Vampire einfach zurück. Mhm. Ne? Und die sind auch irgendwie, die sind zeitlos, habe ich das Gefühl. Ja, und Nicolas Cage als Dracula, ja, es ist ja irgendwie schon, es ist halt leider geil, muss man sagen. Ich hätte ihn aber auch gerne als Joe Exotic gesehen. Jetzt halt mit Eckzähnen und Marilyn Manson-Look, mal gucken. Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Er kommt am, wann kommt er? Am 14. April. 14. April, ja. Genau, nicht am 1. Wäre sogar fast hingekommen, ne? Im Kino statt am 1. April. Aber da kommt ja, glaube ich, schon 20. April. 20. 20. 14. 14. 14. Okay. Sorry. Ah, okay, in Deutschland am 20. Ich gerade aus der Regie. Herzlichen Dank, wenn ich euch da nicht hätte. So. Was? Machen wir doch mit dem nächsten Trailer. Ja, bitte. Was habe ich da gehört? Führers Geburtstag. Das war nett. Ja. Ja, und ich habe es nochmal ausgesprochen. So, Anzeige geht raus. Am Beigeschichtsunterricht. Und bevor das jetzt. Oh, ja, mach einfach weiter. Bevor ich noch eine Bewegung mache. Trailer 2, bitte ab. Should be close now. Pooh, Piglet, Eeyore, we were friends for many years. Christopher, we need to leave. Ach Gott. Ach Gott, ist es Ding? Ja, ich glaube auch. Winnie Pooh, Eeyore, Pooh. Ach Gott. Ja, geil. Ja. Okay, ich bin dabei. Der Film, den Disney wahrscheinlich noch mehr aus unserem Gedächtnis löschen möchte als so manchen Flop der letzten Jahre. Ein Film, der jetzt tatsächlich noch gekommen ist. Ich glaube, ich hatte mal, ich habe Anfang letzten Jahres oder so mal von dem gehört und einen Teaser-Poster gesehen und dachte mir, ach du Scheiße. Der wurde jetzt wohl auch erst im Mai 22 abgeschlossen und die Wartezeit hängt wohl tatsächlich damit zusammen, dass Disney möglicherweise versucht hat, das zu stoppen. Okay, aber Winnie Pooh, ich meine, hat doch von den Rechten her ist das doch recht frei. Mittlerweile. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Deswegen, das habe ich auch gelesen oder gehört. Ja, nein, die sollen das nicht stoppen.
Ich meine, wir kriegen Winnie Pooh als Killer und wir kriegen Kokainbären. Das ist ein fantastisches Jahr. Ja, das könnte auch ein geiles Crossover geben, ne? Ja, das Jahr des Bären. Ja. Das ist jetzt schon. Ja. Klar. Das Jahr der Puppen, das Jahr des Bären. Ja. Ja, aber ich muss sagen, also gut, ich bin jetzt zwar generell so der Winnie Pooh-Liebhaber, von daher können die, also, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so einen Horrorfilm bräuchte von Winnie Pooh. Also ich fand jetzt die Idee schon sehr abgefahren. Gewagt. Ja, abgefahren ja. Eher. Also ich wäre nie, glaube ich, auf die Idee gekommen, das als Horrorfilm zu inszenieren. Also ich bin ja zumindest gespannt auf die Version des 100 Morgenwaldes. Ja. Ja. Das sind vielleicht die 100 Nächte. Es ist ja dann eher ein Albtraumwald und kein schöner Wald. Ja, ja. Wald der 1000 Leichen, so Rob Zombie-mäßig wahrscheinlich. Ja, oder? Das wird spannend. Ja. Ich habe Bock drauf. Also wenn der Gore stimmt, das ist ein Film, da muss die Kamera draufhalten. Das ist Witter, wird sie wahrscheinlich ehrlich. Sogar. Ja, ja, also da braucht man nichts mit irgendwie gruseliger Stimmung und wegschneiden. Das muss einfach splattern. Aber ist da nur Winnie Pooh dabei, der dann irgendwie so drauf ist, oder sind dann die anderen Tiere auch dabei? Also ja, ich glaube, Tiger ist auch dabei. Boah, da möchte ich jetzt schon Tiger-Spin-Off. Nicht ganz sicher. Aber Blood and Honey klingt wie der Untertitel von der neuen Game of Thrones-Serie. Ja. Aber dann sollten sie bei uns auch so ein bisschen mal mit, also ich hasse Winnie Pooh, ich muss es wirklich sagen. Ich mag Tiger wirklich, Tiger finde ich cool, aber Winnie Pooh nervt ohne Ende. Jetzt sollten sie es in Deutschland vielleicht dann mal mit Conny machen oder so. Oh, Conny hasse ich. Und Till Schweiger. In dieser Schrift, weißes Poster, rote Schrift. Ja. Was Conny. Damit die Kinder, es gibt einen neuen Conny-Film. Ja. Der Film, auf den sämtliche Kindergärtnerinnen gewartet haben. Genau, ja. Und am Schluss wird es in Einzelteile gesprengt. Ja, oder so eine geil wäre doch auch mal eine, ja, obwohl Watership Down ist ja schon brutal, ne? Ja, Watership Down ist ja schon Verstörung genug. Ja. Ja, kleiner Dämpfer, ja gut, es ist keine Überraschung, glaube ich, dass er keinen deutschen Kinostart hat, ne? Ja. Naja, mal gucken. Also nach Terrifier? Richtig. Aufpassen. Und das Ding ist ja. Boah, du verdammter Gorehound, ey. Ja, mit Terrifier super, den habe ich zweimal geguckt jetzt. Das ist klasse. Ja. Terrifier. Wir haben den besprochen, Sven und ich. Ja, gerne reinhören. Das ist super. Und dann war ich nochmal im Kino. Ja. Ja, der war ja auch echt erfolgreich, ne? Der hat ja irgendwie. Der läuft teilweise immer noch, ja. Geil. Aber uns ist der Band gelaufen, glaube ich. Ja, deswegen, den gucke ich mir an. Mal gucken, wie. Ja, wenn wir einen Screener kriegen. Ja, ich muss sagen, also, wenn ich einen Screener kriege, es sei denn, er ist von Tiberius-Film, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der bei Tiberius landen könnte, ne? Scheiße. Naja, Terrifier 2 ist auch bei Tiberius. Ja, gut. Tiberius boykottiere ich eigentlich. Nee. Eigentlich, aber für Winnie Pooh ist es schon mal eine Ausnahme wert. Ja, für Winnie Pooh, ja. Wenn Winnie Pooh-Film von Uwe Boll kommt, dann. ja. Dann macht das Hanau ungeschehen. Nee. Irgendwie, also es sieht so. Man hat ja noch nicht viel gesehen, aber das Konzept klingt halt so bescheuert, dass es schon wieder geil sein könnte. Das muss man zugeben. Also, es ist halt das Poster alleine zeigt dir ja schon. Das ist, im Endeffekt sieht der Film scheiße aus, aber wir haben gute Gore-Effekte. So, ja, das Meer schaut schon sehr creepy aus, ist nur ein Song, also. Ja. Wobei bei dieser Art Film ist es ja immer so, gerade bei Tiberius, dass die Cover meistens besser aussehen als der eigentliche Film. Ja, das stimmt. Das heißt, der Film müsste jetzt noch beschissen aussehen. Das stimmt. Ja. Es gibt einen Film von Tiberius, Girl on the Third Floor oder so. Ja. Haus, was wie auch immer, es ist auch ein richtig geiles Cover, ein richtiger Schrottfilm mit einem onanierenden Haus und so, das ist alles. Ja, aber. Okay, das klingt so Panne, dass ich es sehe. Ja. Auf die Watchlist und Amazon. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, bevor das hier noch eskaliert mit verqueren Kindheitserinnerungen, würde ich sagen, schreibt mir weiter Trailer 3. What's it like? Always knowing the truth. There's nothing mystical about it. I could just tell. When anyone is lying. Yeah.
I know what you did, you psycho. You're gonna find Charlie Kill, and you're gonna bring her to me. You live on the road, right? What's it like? Leave everything behind. Start fresh. I got wolves on my fender. Oh, I gotta keep moving. Holy, holy. It wasn't an accident. I think there's been a murder. Red, please. Look out! I have been kind of a death magnet. I'm trying to figure out what happened. You watch too much Dateline. I could tell she was lying. What is it? It's a woman's intuition? No, it's not like a tampon commercial, okay? It's a real thing. You're coming with me. Front seat of the trunk. Your choice. Part where you're a human lie detector. Yeah, I know, it's crazy. You ever gamble? Because you can make a killing. Nah. I've been in a red place, but it must have been a wrong time. Wrong time. Jo, eine Serie, die viele nicht auf dem Schirm haben und ja, die auch an vielen vorbeigehen dürfte, denn sie ist auf einem Streaming-Dienst, den gefühlt, glaube ich, keiner hat. Peacock von Universal, also NBC Universal, wenn ich jetzt richtig liege. So langsam verliert man echt den Überblick, ne? Hattet ihr vorher schon von gehört? Frage ich erstmal in die Runde. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich war sehr überrascht gerade. Ja. Und ich auch glaub, von wem die ist vor allem, ne? Gesehen, ja, das macht es ja noch interessanter. Ja. Oh ja. Ja, was kann man sagen? Also ich schreibe ja auch News für Movie Break und hin und wieder zumindest im alten Jahr ein bisschen mehr. Das Neue ist ja auch noch nicht so lang, ne? Genau. Und da ist mir schon öfters halt die Serie begegnet. Also da wurde halt irgendwie eine Casting-Entscheidung nach der anderen bekannt gegeben. Und es ist so kurz nach Glass Onion kommt zu fassen, dass Rian Johnson nicht nur einen neuen Knives Out gedreht hat, sondern auch noch eine komplette Whodunit-Serie. Die eine Ermittlerin, gespielt von dieser Natasha Lyon, in den Vordergrund rückt. Kleiner Fun-Fact und vielleicht auch ein Mini-Spoiler für Glass Onion. Natasha Lyon war nämlich schon in Glass Onion zu sehen. Relativ am Anfang spielt ja Daniel Craig da eine Runde Among Us mit Stephen Sondheim, Angela Lansbury und eben Natasha Lyon. Und ist wahrscheinlich schon, also keine Ahnung, ob das vielleicht der Auftakt jetzt zu dem ganzen Rian Johnson-Verse wird. Aber ich muss sagen, ich bin extrem geil drauf. Wirklich. Ich mochte die beiden gut. Filme, also Knives Onion zwischen Knives Out und Glass Onion, Entschuldigung. man muss mal heulen, wenn man mit der Knives Onion Da bin ich jetzt echt gespannt auf die Serie. Also irgendwie hätte ich da schon mal Lust drauf, ja? Ja. Vor allem, er hat ja nicht nur den Piloten inszeniert, sondern tatsächlich wirklich alle 10 Episoden, wie das aussieht. Und das Ganze ist ja wirklich auch ein Schaulaufen von Stars. Mhm. Also hat man ja schon gesehen, wer alles da drin ist. Und natürlich, allem voran, man hat ihn schon gesehen, Joseph Gordon-Levitt. Ja. Der selbst der in Knives Out und in Star Wars Sprechrollen hatte. Die soll dafür wieder ein bisschen der mehr ja sagen, schon, als nur um. Ja, ja, der war ja auch schon in Looper, sag ich. Genau, richtig. Ja, ja. Ja. Und in Brick auch schon, dem Debüt von Rian Johnson, was man auch nur. Man kann eigentlich jeden Rian Johnson-Film empfehlen. Und ja, ich beziehe dabei auch The Last Jedi mit ein. Zu 100% beziehe ich den mit ein, ja. Also wirklich, man hat es ja schon gesehen: Adrian Brody, Benjamin Bratt, Ron Perlman, genau, Chloe Sevigny, Stephanie, Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen, die asiatische Schauspielerin aus Everything, Everywhere, All at Once.
Und als Hauptdarstellerin diese relativ Unbekannte als Ermittlerin, die anscheinend dann auch in jeder Episode irgendwas Neues auf den Hals bekommt. Ja, nee, wirklich. Also, ich meine, zwei Whodunits von Rian Johnson war nicht genug. Und wer weiß, also ich habe so das Gefühl, wer weiß, das könnte sein Mord ist ihr Hobby werden, ne? Ja, das stimmt. Also, dass nachdem jetzt schon Daniel Craig als Poirot-Verschnitt rumläuft, wer weiß, das Geilste wäre noch, wenn am Ende noch Benoît Blanc eine Gastrolle hätte. Das wäre die Krönung, glaube ich. Das stimmt. Also dann stimmt. Einfach nur so. Nur einfach, die existieren im selben Universum, aber bitte kein Universum-Scheiß daraus machen. Einfach nur als Easter Egg und fertig. Ja, können wir Peacock hier gucken? Ich glaube über Sky beziehungsweise Wow. Ne? Also wie ja, jetzt Paramount Plus, ne? Und so. Ja. Genau. Bei Sky ist dabei, ja. Ja, dann habe ich das passt. Genau, ja, ich nicht, ja. Genau, weil ich gerade aus der Regie kein offizieller deutscher Termin in den USA. Zumindest startet die Serie am 26. Januar. 10 Episoden und Grüße gehen raus an unseren Chef Andy. Es wäre sehr toll, wenn wir dazu Screener bekommen würden. Ja, das stimmt. Da habe ich Bock drauf. Allein der Trailer, der ist schon so geil geschnitten. Ja. Das ist irgendwie eine ganz wilde Mischung irgendwie aus wirklich, es sieht so ein bisschen, sieht so 70er-mäßig aus. Mhm. Dann ist es gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Tarantino-Vibe gepaart mit Hot Fuzz und Co. Einer meiner Liebsten. Wie heißt er denn? Bin ich doof? Helf mir mal. Auch das von Edgar Wright? Edgar Wright, verdammt. Ja, weil der schneidet auch mal so geil. Das liebe ich ja. Ja, stimmt schon ein bisschen. Ne? Hat einen gewissen Vibe davon. Ja gut, wenn ich... Ja, ich habe zuletzt auch seinen Last Night in Soho gesehen. Ein absoluter Traum. Für mich zumindest. Ja, inszenatorisch auf jeden Fall. Ja. Ja gut, Edgar Wright ist halt, ne, Edgar Wright. Ja. würde ich jetzt am liebsten gucken, ganz ehrlich. Also, hat wahrscheinlich, das könnte einen ähnlichen Effekt haben wie Knives Out, hat keiner auf dem Schirm und kommt dann so aus dem Nichts. Mhm. Es wird wahrscheinlich kaum einer zu Gesicht kriegen, aber wer weiß, also da würde ich mich vielleicht sogar, also wenn wir keine Screener bekommen, Andi, I'm looking at you, dann weiß ich nicht, wäre ich vielleicht sogar gewillt, da irgendwie Peacock mal für ein paar Wochen auszuprobieren. Ja, dann holst du dir halt Sky Ticket, wow, wenn es dann draußen ist. Ja, stimmt, habe ich ja sogar für The Last of Us, ja. Ja. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir sind alle vier heiß drauf, oder? Oh, es geht. Also bei mir schon, ja. Geht. Sven! Oh Gott. Sieht für mich aus wie eine Über... Für mich hat's keine Tarantino-Vibes, sondern es sieht eher aus wie eine überlange Serie im Stile des Dudes. Und da weiß ich nicht, ob das für mich als Serie funktioniert. Es sind zwar 10 Folgen, ich weiß es halt nicht. Wenn sie es dann zu arg verfährt und zu arg, ach Gott, um 25.000 Ecken, dann habe ich da meistens dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Wobei ich die Entwicklung... Die Länge der Folgen... Na, also wir hören gerade aus der Regie die Frage, wie lang die einzelnen Folgen sind, da ist soweit ich weiß noch nichts. Zwischen 40 und 50 Minuten bestimmt locker, also oder eine Stunde. Ja, obwohl... 20 wären zu wenig, oder? Ja, 20. Ach, die Hauptdarstellerin ist aus Matroschka? Sagt der eine Techniker zum anderen. Ja. In der Regie geht's heiß her. Ihr hört mit leider Bild nicht. Mitdiskutiert. Genau. Ich will's einfach sehen. Machen wir es kurz. Ich will's wirklich, wirklich sehen. Ja. Steht auch bei IMDb nicht drin. Nee, tatsächlich nicht. Ja, da ist noch nicht viel bekannt. Nee. Ich frag mich echt, wie Rian Johnson das gemacht hat, ey.
Glass Onion und dann mal eben eine ganze Serie wegproduziert. Ja, schreibt und twittert dann nebenbei, genau. Weiß halt, wie es funktioniert. Der ist halt da produktiv. Das ist halt. Aber ich gehe ja auch wieder mit der Erwartung ran. Ich meine, wenn man Rian Johnson für etwas kennt, eben guten wie eben zumindest umstrittenen, subvert the expectations, ne? Ja. Also, wer weiß, vielleicht ist das auch einfach eine Rom-Com. würde ich gegenhalten. Ja, ach, das ist, egal was es ist, ich guck's mir an. Das ist Pflicht bei dem Mann. Also, ja, Glass Onion. Glass Onion habe ich auch noch nicht geguckt, leider. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Oh. Oh! Deswegen habe ich den Stöpsel rausgezogen, als du angefangen hast mit kleiner Spoiler. Och, du willst gar nichts wissen. Daniel Craig spielt Among Us. So. In der Badewanne. In der Badewanne. Und das ist seine Einführung. Das ist gut. So, ja, hört gerne in die Glass Onion-Besprechung rein, bei der zumindest Theresia dabei war, ne? Und ich du hast den sogar im Kino gesehen. Ich habe den im Kino gesehen, weil ich hatte da irgendwie Zeit und dann war das spontan, weil der dann bei uns, weil weiß Gott wieso, im Kino lief. Ja, und bei uns nicht. Dafür lief bei uns im Kinderkino Guillermo del Toro's Pinocchio. Ja. Oh ja. Auch sehr empfehlenswert. Bevor ich jetzt hier noch echt Werbung für Netflix mache, springen wir weiter. Hallo, okay. Darauf Can I help you? Yeah. Oh ja. Your attention, please. My name is Regis Patoff. I offer a very simple service. My purpose is to improve the business. If it helps you to see me as a monster, so be it. We work for a sociopath. I'm looking forward to getting to know you all personally. Hello. 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 Thank you for being an important part in our success. You're valued. That's all. Wow. Ja, sehr schön. Und nachdem wir gerade schon bei großen Namen waren, der mit Abstand größte dieses Abends, glaube ich, ne? Christoph Waltz in seiner zweiten Serienhauptrolle. Seine erste hat wahrscheinlich keiner zu Gesicht bekommen. Das war nämlich The Most Dangerous Game auf dem sehr, 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 sehr kurzlebigen Streamingdienst Quibi. Und wer nach dem googelt, viel Spaß, euch die Geschichte da durchzulesen. Eine Geschichte des Scheiterns. Aber das hier ist wohl kein Scheitern, wie es aussieht. The Consultant. Vor allem auch im Regiestuhl interessant mit Karin Kusama und Charlotte Brandström, die ja unter anderem zuletzt auch noch die besseren Folgen Rings of Power inszeniert hat und jetzt auch bei der zweiten Staffel der Amazon-Serie deutlich mehr zu tun bekommen wird. Aber Karin Kusama ist auch nicht uninteressant. Die hat sie hat zum einen Jennifer's Buddy gedreht, zum anderen aber auch den kleinen, aber feinen Geheimtipp The Invitation. Hm. Oh, der war ganz gut. Der war gut, ja. Der war ja, echt super. Der war gut. Ja. Ja, mit einem richtig guten Ende. Ja. Ja, ich muss sagen, also mit den Serien kommt man, glaube ich, dieses Jahr nicht hinterher, ne? Das sieht sehr, sehr gut aus. Also ich muss dazu schon sagen, Christoph Waltz tendiere ich zwar hin und wieder immer mal wieder dazu, dass er ein bisschen überbewertet ist. Ich mag ihn aber trotzdem sehr gern und ich genieße es, ehrlich gesagt, wie der in seiner ihm eigenen Art Englisch spricht. Das stimmt. Und er kommt halt aber dennoch nicht aus seiner Rolle raus, ne? Er hat eigentlich immer die gleiche. Das ist halt selbst als Blofeld. Also er ist immer der gleiche. So, das ist das ist halt ein Typecast. Und das ist, glaube ich, nie anders gewesen, seitdem er groß rausgekommen ist. Das ist halt so ein bisschen problematisch, finde ich immer. Irgendwie. Ja, er ist da gefangen, ne? So ein bisschen. Also in dem, was er macht, ist er zwar gut. Ja, er spielt überragend, aber ob er jetzt bei Tarantino dabei ist oder also wenn man
wenn jemand die Filme nicht kennen würde und man würde nur ihn ausschneiden und zusammenwürfeln, dann würden wahrscheinlich, gäbe es Schwierigkeiten auseinanderzuhalten, wie viele verschiedene Filme das sind. Ja, das durchaus. Wäre so ein bisschen so ein Effekt, als würde man alle Schweighöfer-Filme ineinander schneiden und dann fragen, aus welchem ist welche Szene, ne? Oder ja. Wer hat welche Szene gedreht? Ja. Theresia, wie ist denn das mit dir, mit Christoph Waltz? Ich mag ihn sehr gerne, also vor allen Dingen natürlich auch die beiden Tarantino-Filme, aber ich finde, also ich muss sagen, also ja, es mag sein, dass er da immer so vom den Charakter den gleichen spielt, aber ich finde jetzt einen der Serie so als Consultant, also schaut schon aus wie so ein strenger, pedantischer Chef, also ich finde, es passt schon. Typecasting, ja, also, well done zumindest. Ich habe auch Lust, es zu schauen. Ich erinnere mich gerade sogar, das passt ja, war ja nicht in Horrible Bosses 2 drin? Also Kill the Boss 2? Ja, ich meine, ja, ne? Ja. Da hat er eine ähnliche Rolle gehabt, wenn ich mich erinnere. Also ja gut, den Film habe ich größtenteils vergessen, weil der war halt nicht so toll. Sven hat Bock drauf, ich sehe schon. Ja, Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Also ich finde auch nicht, dass er jetzt, ja, er wird jetzt halt für die Bösewicht-Rollen gecastet. Also, ja, und ich habe vor ein paar Tagen auch dieses Bild gesehen, wo er als Dr. King Schulz die Arme ausbreitet und als Hans Lander die Arme ausbreitet. Ja, das sieht schon gleich aus, klar, aber ich finde, da ist schon eine, also das Böse kann er wirklich sehr, sehr krass und super darstellen. Dieses Fiese, ne? Dieses intelligent Fiese. Das ist das, was mir eigentlich als Blofeld eher gefehlt hat, weil er da so ein bisschen untergegangen ist. Und das für mich, weil er sich da so, ich weiß nicht, ob das da, also da hat er sich eher zurückgehalten. Da hätte ich mir etwas mehr Power gewünscht. Stimmt. Was er hier aber deutlich zutage bringt und ich glaube, das könnte schon richtig mies werden. Ja. Na, vor allem. Also auch mies so, als gut gesehen, dass er so unangenehm wird, dass kalt runter. Das Problem ist, also Till hat schon nicht unrecht. Jetzt auch bei dem Bild, das wurde eingeblendet, ist also schon, Leute, dieser Blick, da wo du denkst, nötig will ich nicht als Chef haben. Ja, dann doch lieber Bernd Stromberg, ne? Ja. Aber vor allen Dingen, der guckt dich auch wirklich an wie Abschaum und das kann er richtig saugut rüberbringen. Das Ich freue mich vor allem drauf. Halt in dieser übermanierierten Art und Weise, ne? Also allein schon seine Art zu sprechen und die dann noch auf Englisch. Das ist halt schon so, also noch größeres Highlight ist es, wenn Werner Herzog Englisch spricht, ne? Und dann am besten noch Bösewicht spielt, so wie in Jack Reacher. Oh, Christoph Waltz in Jack Reacher wäre auch cool, ne? Naja. Vielleicht schaue ich doch mal rein. Mich reizt es irgendwie so von den Leuten, die dran beteiligt sind, auch hinter der Kamera, wie schon erwähnt. Und auch so das Milieu, in dem das Ganze spielt, da passt Christoph Waltz halt irgendwie auch perfekt rein, ne? Ja, mal gucken. Also, Ja, der hat ja dieses Altglatte dann irgendwie und eben dieses hinterfotzige Lächeln eben so quasi. Er lächelt dir vorne schön ins Gesicht, aber plant im Hintergrund hier seine Intrigen. Was haben wir denn da ausgegraben, Regie? Nun. Ja, schön. Oh, schick. Mensch. Da hat der Dom noch Haare. Ja, da habe ich noch Haare. Ja. Schickes Outfit. Und da kann ich sogar noch sprechen, ohne den Mund zu bewegen. Ja, absolut fantastisch. Und da siehst du eher aus wie der junge Roy Black. Ja. Ein bisschen, ne? Ja, doch. Ja, Haichi Bumbaichi. Ja. Ah, nee, das war Peter Alexander. Haichi Bumbaichi. Das war Haichi, oh Gott. Haichi ist doch was anderes. Haichi ist doch, Mama. Okay, oder? Bevor wir, das ist ja, was ich wirklich hasse, dass Christoph Waltz immer als irgendwie etwas hingestellt wird, worauf ja Deutschland ach so stolz sein könnte. Der Mann ist Österreicher, kapiert es endlich. Das geht mir so auf den Sack, wirklich. Na, wir haben schon Til Schweiger, wir brauchen den nicht. Nein. Ja, genau. Wer braucht Christoph Waltz, wenn wir Til Schweiger haben? Richtig. Wir haben Til Schweiger, wir haben Ja. Wer sich schon da draußen, kann ich schon Entwarnung geben, wir haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Trailer zu Manta Manta 2. Und ich weiß, der Sven wird jetzt schon offline gehen. Abwarten.
Du schickst schon Stoßgebete im Namen der Craft, ja. Aber bevor die jetzt noch erhört werden und dann vielleicht doch noch Til Schweiger zur Tür reinkommt, machen wir weiter. This isn't a vacation, it's a quarantine. We're the only people around here. Peacock. Das neue Apple Plus. Are you kidding me? This is incredible. Sick. And it's all ours. The only neighbor is miles away. I thought you were spending quarantine alone. What are you doing here? I wanted to see you. Soldier. Quarantine can be fun. Yeah. Ach so, nee, vergiss es. Schon gut. Gott, wie gedacht, ne? Mary. Okay. Jump in, water's fine. Who is this? I don't know. That's creepy, Parker. Mann, ey, wie, oh, das will ich auch gucken. Holy fuck, ja. Oh Mann. Eine Serie nach einer Idee des Scream-Schöpfers und schon wieder auf Peacock. Also irgendwas läuft hier doch mit Universal. Sind wir irgendwie von der ARD Digito aufgekauft worden oder ich weiß es nicht. Ja, Sick hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Trägt aber schon eindeutig die Handschrift von dem Scream-Schöpfer. Theresia, du bist ja, ich weiß nicht, du hast ja letztes Jahr mit Stu mit großer Freude Scream 5 besprochen und freust dich vielleicht auch schon auf Teil 6? Ja, auf alle Fälle. Also ich freue mich auf Scream, aber ich, ja, und der Film hat schon wirklich was von Scream, mit dem, wenn der so mit dem Messer auf die Leute losgeht. Also von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt unbedingt den Film jetzt schauen muss. Das sind halt wieder Leute in einem einsamen, schönen Haus und alles ist am Anfang toll und danach wird es halt beschissen. Aber gut, also schaut zumindest interessant aus. Also das muss man schon gestehen. Also ich meine, die Leute, wo da mitwirken, jetzt eben die Macher von Scream und Megan, also ich glaube, die verstehen schon ihr Handwerk. Ja, und das ist ja ein Film, keine Serie. Oder? Ja, genau. Und ja. Das Poster, warte mal, welches haben wir? Haben wir keins eingeblendet? Ich habe hier ein Poster gefunden. einmal wusste ich, haben die Blumhouse gerade eingeblendet? Habe ich das übersehen? Ja. Okay, dann habe ich das übersehen. Das ist Universal, also Blumhouse. Ja, ja, ja. Aber das Poster, was ich hier habe, so ganz in Rot mit schwarzem Vordergrund, da hat er eine weiße FFP2-Maske auf. Ja. Und tatsächlich ist das, ja, das Wort Sick. Ich bin gespannt, ob die das, ja genau, da ist es. Ob die das damit einfließen lassen. Also der kleine Gag, der war ja cool. Ja. Der war echt absolut. Schade, dass die den jetzt schon verbraten haben, aber der war ja wirklich gut. Ja, das scheint, ich habe das Gefühl, das ist die beste Szene des Films wahrscheinlich. Wirklich, aber ich habe Bock. Irgendwie. Ich meine, wenn da zwei Leute in so ein Haus ziehen, du hast einen riesen See und dann sagt sie auch noch, oh, wie schön, der nächste Nachbar ist Meilen entfernt, dann weiß ich schon alles klar. So. Aber Filme, die mit ihren Tropes so spielen und gerade Scream, ist da sehr, sehr, sehr metamäßig unterwegs natürlich, wie man weiß. Das mag ich eigentlich. Also wenn die direkt schon zeigen, guck mal, wir wissen ganz genau, dass das alles Klischee ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So ein bisschen wie bei Cabin in the Woods, ne? Ja, das ist natürlich auf die Spitze getrieben. Ja, ja, genau. Aber ja, Peacock, muss ich cool. Auch immer sehen. Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen neugierig. Filme, die Till gucken will bisher. Ja, wir alle brauchen bald einen eigenen Counter, glaube ich. Alle. Ja, ja. Ja, bisher hat ja keiner von uns irgendwas verschmäht.
Sven, du als Horror- und Teilzeit-Gorbauer, nix für dich. Zu harmlos. Nein. Terrifier 3 kommt nicht. Ja, doch, Terrifier 3 kommt definitiv. Ist ja bestätigt. Und dann werde ich dich auslachen. Nein, aber. Wie wäre der Clown mit Maske eigentlich wohl? Mit FFP2-Maske. Sehr gut. Er hat einen Müllbeutel dabei. Den kann er sich notfalls überstülpen. Außerdem ist er eh schon tot und den interessiert Corona einen Scheiß. Was mich Clown bei mit FFP2-Maske ein bisschen stutzig macht, ist John Hames. Mhm. Ich mochte seinen Vater sehr gern als Regisseur, super, hat wirklich gute Sachen gemacht, aber John Hames, naja, weiß ich nicht. Ja, du hast direkt schon so gerade stutzen müssen bei Universal Soldiers Tag der Abrechnung. Ja, ich hab's runtergelesen und dachte, das ist aber, sieht nett aus wie Universal Soldiers. Und dann habe ich den Namen erst gelesen und dachte, ah ja, natürlich, er ist John Hames. Muss mal gucken. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin in letzter Zeit, also ich habe das letzte Mal Smile angeguckt, da war ich dann auch schon eher etwas enttäuschter. Von Scream 5 auch. Ob jetzt Sick was ist, was mich aus dem hinterm Ofen hervorlockt und mich jauchzen lässt, weiß ich nicht. Es muss vor allen Dingen spannend sein. Also wenn ich nicht mitfiebern kann und wenn es für mich nicht spannend genug ist, dann gucke ich mir lieber nochmals Kettensägenmassaker an. Da weiß ich, was ich davon habe. Das stimmt. Und falls das auf Namensprogramm. Das war ja schon ordentlich heftig, ne? Ja. Ja. Nee, aber es ist. Ach, der hat ja auch Universal Soldier Regeneration gemacht, nicht nur Day of Reckoning. Ja, richtig. Junge. Okay. Ja, also ich bin mir jetzt bei dem Film auch nicht sicher. Also wenn ich jetzt so die Wahl habe, dann schlägt mein Herz halt irgendwie mehr eben für Scream. Und ich würde jetzt eher Teil 6 von Scream im Kino anschauen, als glaube ich den. Aber ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Präferenz. Ja, oder wie soll ich sagen? Oh, ich weiß auch nicht. Es ist was du und mich verbindet. Ja. Also ich würde auch lieber Scream 6 als den gucken, aber wir kriegen ja einfach beide. Genau. Von daher. So, von daher ist doch gut. Ja, ich muss zugeben, ich bin irgendwie froh, dass es keine Serie ist. Ja, das ist definitiv. Da kommt man auch nicht mehr hinterher. Serien, ich habe ja selbst Andor noch nicht durch. Boah. Versäumnis des Jahres. Zumindest die Leute hier vom Telestammtisch wissen, dass ich ganz gerne Star Wars gucke. Ach was. Aber ich habe halt wirklich nur noch Zeit für überragend. Bei Serien. Und dann guckst du nur Star Wars. Und deswegen musste ich einfach filtern. Und deswegen, Filme sind besser. Jetzt kommt da eine Kettensäge ins Bild. Oh. Nee, ist die Richtung. Ja, ist es, wenn du hinterherkommst, wenn du jeden Film schauen willst, den wir hier in der Trailerama haben. Naja, ich will halt alles gucken, was mich interessiert. Was soll ich also sagen? Mich interessiert es hier, muss ich sagen. Also ich finde auch den Umgang, ich hatte ja gerade schon meine News-Tätigkeit beim Movie Break erwähnt und da war schon mal irgendwie ein Horrorfilm, der die Pandemie halt irgendwie als Kick-Off nahm. Allerdings ging es da um eine Corona-Leugnerin. hier trotzdem das irgendwie damit einzubinden, es ist halt immer die Frage, so Sachen altern halt nicht gut, ne? Das ist auch bei Glass Onion so die Sache, dass der ganz schöne Corona-Verweise hat und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war es merkwürdig, jetzt dann mittlerweile im Januar oder Dezember 22 einen Film zu sehen, der im Frühjahr 20 spielt, wo Corona noch so präsent ist. Also bei Glass Onion ist es mir nicht, also schon auch aufgefallen, da hat es mich jetzt nicht so sehr gestört, aber es stimmt. Stört also nicht, Das ist halt jetzt auch so ein Punkt jetzt bei dem Film, also ich finde jetzt diesen Gag mit der Maske schon gut, aber wenn ich halt jetzt, 3 Jahre nachdem der Schmarrn angefangen hat, jetzt immer noch quasi Filme mit dem Bezug sehe, finde ich es halt irgendwie so, als würde das Thema nie enden, aber ist jetzt auch wieder nur mein persönliches Empfinden, aber der Film selber, also wie gesagt, der schaut nicht schlecht aus. Aber immerhin kann man diesen Corona, diese Corona-Gags. Absolut jeder. Das ist immerhin so. Jeder.
ne, ja, wenn man jetzt irgendwie einen Film, keine Ahnung, irgendwie einen Indie-Film aus den 70ern sieht, aus, was weiß ich, Usbekistan, und die machen dann Insider-Gag, den verstehen wir ja auch nicht in Deutschland und der restlichen Welt. Aber Corona ist, ja, ja, der Film soll ja nicht nur Usbekistan erfolgreich sein, ne? Das stimmt, richtig, Gott sei Dank. Ja, sonst müsste ich da hinfahren. Was halt so seltsam ist, also ich gebe es auch gerne zu, so vor einem Jahr oder so habe ich tatsächlich bei Filmproduktionen oder auch Serien schon mal so drauf geachtet, ob man jetzt merkt, dass das während Corona gedreht wurde. Mhm. Und kaum habe ich diese Wahrnehmung abgestellt, kommen jetzt diese ganzen Filme, die Corona thematisieren. Also there's no escape. Stimmt. Und bei manchen so Filmen merkt man das noch. Kann ich auf den Kollegen Stu verweisen in unserer Besprechung zu Operation Fortune von Guy Ritchie. Da sollen anscheinend Szenen sein, wo Städte erstaunlich leer wirken. Naja, okay, ja. Ja, also wenn wir Sick, also ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, den zu gucken, warum nicht? Ja, wenn Peacock auf Wow läuft, dann habe ich noch bis April auf jeden Fall. Und dann gucken, ob ich verlängere. Ja. Mal schauen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, wir gehen hier in die Verlängerung, auch wenn wir schneller sind als beim ersten Mal mit 7 Malen. Aber machen wir mal weiter, würde ich sagen. Jo. Ezra! Hallo. Na, was treibst du so? Hast du eine Freundin? Nein. Hättest du nicht gern mal eine Muschi? Oh. Wenn ich das Wort Muschi aus ihrem Mund höre, bin ich mir nicht sicher, ob ich gern eine hätte. Ich werde nie eine Frau kennenlernen, die mich versteht. Ich glaube, ich kenne keinen Mann, der so unbedingt eine Beziehung will, außer vielleicht Drake. Und ich rede von Views Drake. Ich fühle mich wie Views Drake. So erzähle ich allein auf einem Gebäude, lass die Beine baumeln und frag mich, wie es wäre, wenn es da jemanden gäbe. Okay, aber dafür gibt's keine 5 Sterne. Ich bin keine Uber-Fahrerin. Ich meine, ganz ehrlich, schau hin, ihr könntet Zwillinge sein. Oh mein Gott, die sieht ja wirklich aus wie ich. Es tut mir leid, das war echt verrückt. Ich würde es gern wieder gut machen. Du gehst mit einer schwarzen Frau aus? Ich habe mich noch nie zuvor von jemandem so verstanden gefühlt. Ob's dir gefällt oder nicht, wir sind jetzt zusammen. Du bist meine Freundin, klar. Ich werde sie fragen, ob sie mich heiratet. Kennst du schon ihre Familie? Ja, ich hatte nur noch keine Gelegenheit. Was ist denn so los? Was macht das Leben? Wie geht es Ihnen? Das ist ein weißer Großvater, der mich heimsucht. Was? Ist das jetzt etwa meine Schuld? Du willst also meine Tochter heiraten? Ja, ja will ich. Nun, Ezra, versuch's doch. Sie hassen mich. Ganz ehrlich, ist deine Familie begeistert, dass mein schwarzer Arsch im Spiel ist? Oh mein Gott, du bist so wunderschön. Ich finde, die Polizei verhält sich völlig daneben gegenüber schwarzen Menschen. Ich mag deine Zöpfe. Danke. Exhibit hat die Zöpfe. Wir beide haben zusammen ein tolles Leben. Das müssen wir beschützen. Oh, dann sind sie alle Muslime. Ja, sehr sogar. Das gefällt mir. Diese Kufi, die ich im Moment trage, war ein Geschenk des ehrenwerten Louis Farrakhan. Sind Sie mit der Arbeit des Geistlichen vertraut? Ich bin zumindest damit vertraut, was er über die Juden gesagt hat. Lasst uns jetzt essen. Eine Familie, meine Familie. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer so schwierig sein sollte. Naja, die Juden waren die ursprünglichen Sklaven. Vergleichen Sie etwa den Holocaust mit der Sklaverei. Könntest du mir die Kartoffeln sagen, dass unser Volk mit nichts hierher gekommen ist wie alle anderen? Das ist eine äußerst unangenehme Unterhaltung. Was ist denn nun eigentlich mit den Kartoffeln? Kriege ich die heute nochmal? Hey, Ark, weißer Kass, was geht da? Bin ich weißer Kass? Na, ich bin's nicht. Ich bin weißer Kass, klar. Ja, 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 ja. Oh Gott, meine Liste wird lang. Ein Netflix-Film. Das heißt, ein Film, für den die meisten von uns wahrscheinlich nicht extra ein Probeabo abschließen müssen. Mhm. Ich hab Netflix, mir ist es egal, ich schau den Film an. Hey, und wie cool kommt denn bitte Eddie Murphy rüber? Mhm. Ja, vor allem Eddie Murphy, hat er irgendwas mit Will Smith gehabt? Ich weiß nicht. Er sieht aus wie Will Smith hier. Findest du? Ja. Mhm. Also vor allem ist er irgendwie überhaupt nicht gealtert. Ja, das wollte ich dir gerade nachgucken. Wie alt ist er denn?
Obwohl naja, gut, ich meine, er macht, ich weiß nicht, ob er da jetzt schon den gedreht hat, Beverly Hills Cop 4. Das ist ja auch einigermaßen in Shape bringen, der gute Mann. Der ja, kommt na. Doch eh nicht. Ja, der ist 61 schon. Geboren. Schon. Beverly Hills Cop 4, ey, dem verspricht Brad Ratner seit so und so vielen Jahren. Und ja gut, Brad Ratner ist mittlerweile auch weg ja, vom Fenster. Aber er sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Mhm. Ich muss allerdings sagen, also diese, ja gut, diese Szenen da am Tisch fand ich echt lustig. Auf der anderen Seite, so von der Konstellation und von der Thematik her und auch wie da über kulturelle Differenzen gesprochen wird, es erinnert mich ein kleines bisschen sehr unangenehm an Monsieur Claude und seine Töchter, okay. Den ich absolut nicht leiden kann. und die beiden anderen Teile sollen sogar noch schlechter sein. Aber ich habe irgendwie Lust drauf. Ja. Ja, ich auch. Also ich hatte eher, also ich habe den anderen Film nicht gesehen, aber ich hatte eher, wie hieß der, Guess Who mit Ashton Kutcher irgendwie im Kopf, weil da war es ja ungefähr auch so, weißer Mann, schwarze Frau und Familie und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe den Guess Who nicht gesehen, also ich weiß halt nur so von den Rollenbildern her. Aber es schaut doch nochmal etwas anders da aus. Also ich weiß auch nicht, also das Thema ist ja nicht neu, so quasi Pärchen findet sich und dann lernen sich die Familien kennen und da ist halt genügend Angriffspotenzial. Aber ja, also irgendwie, also wenn du halt also Leute siehst, irgendwie Julia Dreyfus, David Duchovny. Ja, großartig. Oh Gott, ja. habe ich irgendwie schon Lust, die einmal wieder beim Film zu sehen und ja, also wie gesagt, Thema ist nicht neu, aber irgendwie habe ich Lust drauf, auf diese Variante. Ja, ich weiß, Sven gibt schon Erdbeben. Als ich das gedacht habe. Nein, es hat das Ding gemacht. Sehr schön. Nee, aber es ist also bei Will Smith Guess, und Axel Stein. Guess Who? Ja. Bei Guess Who ist es wirklich so, der ist nur im Original witzig. Die, da kommen ganz viele Witze im Deutschen. Ich glaube auch, ja. Und ich habe den, es gibt einen Trailer oder eher ein Teaser, der am Anfang nur das Essen zeigt, wo Jonah Hill mit Eddie Murphy und Frau am Tisch sitzt. Und da lässt Eddie Murphy noch ein paar andere Kracher raus. Und das war auf Englisch habe ich mir richtig einen Arsch abgelacht. Bin mal gespannt, ob sie es auch so richtig synchronisiert kriegen, dass nicht so viel verloren geht. Ich meine, es wird einiges verloren gehen, keine Frage. Aber ist schwierig. Es ist da wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und ich find's gut. Also ich habe mir den ersten Trailer reingezogen oder Teaser und hab gelacht und hab gedacht, nee, geil, das musst du sehen. Ja, bei Eddie Murphy ist halt immer im Deutschen so das Phlegma, dass Randolph Kronberg ja schon einige Jährchen tot ist, ne? Also die ursprüngliche Stammstimme von Eddie Murphy, die ja dermaßen markant war. Aber da dachte ich auch immer an den Esel von Shrek, das ist Ja, aber Moment, es gab ja zuerst Eddie Murphy und dann den Esel aus Shrek. Trotzdem. Und jetzt hat er halt die Stimme von Jetzt hat er halt die Stimme von Captain America und gefühlt sonst noch jemanden. Also irgendwie reißt mich das raus. Also ich finde die Stimme tatsächlich zu jung im Deutschen. Also Dennis Schmidt-Voss ist ein großartiger Sprecher, aber ich finde den zu jung für Eddie Murphy. Hast du jetzt mal nachgesehen, Till, wie alt er ist? Eddie Murphy? 61 geboren. Okay. Also, das ist schon, der ist schon über 60. Ja, ich meine, der hatte ja auch so seine Hochzeit, ne, in den 90ern eher. 1,75. Gut zu wissen. Ja. Über 60 Jahre. Länge ist 1,75, höre ich gerade aus der Regie. Ja. Es fehlt noch Schuhgröße und Kilogewicht. Ja. Dann kann das auch nicht. Obwohl ich irgendwie habe ich gerade die Idee im Kopf von einem Film, wo Will Smith und Eddie Murphy sich die ganze Zeit gegenseitig Backpfeifen geben. Naja, okay. oder der eine oder das Film. Gesicht vom anderen hat jeweils. Danke sehr an Max dafür, für den Albtraum. Ich würde gerade sagen, das ist ja nicht mehr Nicolas Cage von Travolta, sondern Will Smith und Eddie Murphy. Und wen haben wir jetzt bei Jonah Hill drin? Axel Stein? Nee. Axel Stein. Axel Stein, ja.
Ja, wobei Jonah Hill mit Bart ist ja schon was Besonderes. Ja, ja, nicht nur der Bart, aber auch halt diese langen Haare. Also ich habe eher, also das ist ein Look von ihm, den sieht man nicht oft. Ja, da denkt man eher an Nick Offerman oder so, ne? Ja, ja. Sehr schön. Absolut fantastisch. Also ich muss sagen, er sieht wirklich nicht schlecht aus. Das ist halt so ein Film, der wäre vor ein paar Jahren halt noch ins Kino gekommen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Mit der Besetzung. Definitiv. Mhm. Ja. Ja, David Duchovny hat man ja letztes Jahr noch auf Netflix gesehen, schon in The Bubble. Es kann ja besser werden. Den habe ich nicht geguckt. Ja. Habe ich auch nicht unbedingt vor. Der war ja in vielen Flop 10. So scheiße fand ich ihn jetzt auch nicht, aber es ist kein wirklich guter Film und er ist halt wie jeder Judd Apatow-Film viel zu lang. Egal. Ja. Also Californication, das ist halt. Ja, das bleibt unerreicht. Das ja. Oder halt Akte X. Nein. das klären wir mal anderweitig zusammen mit Sven. Machen wir. Ja. Und ich finde es schön, das kann man auch nochmal sagen, Jonah Hills erste Hauptrolle seit einer Netflix-Serie, die jetzt auch nicht so viele gesehen haben, nämlich Maniac von 2018 schon wieder auf Netflix. Also generell Jonah Hill sieht man nicht mehr so häufig, ne? Aber der hat, glaube ich, hat er sich nicht auch ein bisschen zurückgezogen, weil er gesagt hat, dass er irgendwie irgendeine psychische Erkrankung auch hat? Ja, irgendwas war da. Ja. Hm. Ja, und gut, hat er sich dann einfach so ein bisschen aus der Öffentlichkeit und generell aus seiner Arbeit also ein bisschen nach hinten manövriert. Ich warte immer noch auf den dritten 21 Jump Street. Welche Filme du alle wartest? Aber da sollte auch mal ein Crossover kommen von 21 Jump Street und Man in Black. Ja, habe ich auch gelesen. Nein, das ist scheiße. Nee, vor allen Dingen will ich wieder Ice Cube als Sergeant sehen, der einfach Hammer ist. Macht einfach dasselbe wie letzte Mal. Das ist sehr cool. Er braucht nur böse zu gucken und die Waffe durchzuladen oder den Taser auszuprobieren. Scheißegal, Hauptsache ist. Aber die machen dann auch bitte einen Raum sperren. Die machen dann auch bitte wieder Lord und Miller, ne? Also unter den beiden geht's nicht. Und dann meinetwegen am Ende landen sie im dritten Lego-Movie, weiß ich nicht. Ja. Ja, nee, also ja, gut, Jonah Hill war letztes Jahr noch in Don't Look Up, ne? Naja. Ja, werde ich vielleicht sicherlich mal reinschauen. Ich finde den Titel so ein bisschen unscheinbar, ehrlich gesagt. Ja, das könnte auch gerne We the People heißen. Seit Ewigkeiten. Bei mir wird wahrscheinlich gleich ein Phrasenschwein eingeblendet. einen haben wir noch übrig. Und noch, ja, ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit, sogar diesmal für 7 Trailer. Ja. Und Sven, ich kann dich schon mal anteasern, es kommt nicht Manta Manta 2, aber etwas, was dich auch sehr glücklich machen wird. Und ja, ich habe eine sehr große Vermutung. Ich glaube es auch. Ja, genau das habe ich erwartet. Perfekt. Den Kasten, dann kommt Manta Manta. What's up, sis? I had a much beautiful dream. It was the perfect day. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies so that we could stay one happy family. When I was just a little girl, I asked my mother, what is this, Danny? I found it. What will I be? Here's what she said to me. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing. Big old kiss from you won't fix. Yeah.
love you. I promise. You'd be a good mom someday, Hannibal. Oh, yeah? Yeah. You know how to lie to kids. We have found us glasses. Ich verabscheue euch. Kaputt machen. Das geht. Rennfahren ist wie Radfahren, das verlernt man nicht. Ich hab Radfahren verlernt. Oh Gott, wie ich euch hasse. Ich hasse euch so sehr. Das war echt so, das war echt so ein Tyler Durden Gedächtnismoment, ey. Ich hasse euch so sehr. Was, Sven, du ist der glücklichste Mensch der Welt, glaube ich, gerade. Hättest du nichts gesagt, ach ja, das macht dich glücklich und so, hätte ich mir vielleicht noch den Bären aufbinden lassen, aber ich wusste so zwischendrin, dachte ich, okay, gut, das geht alles schon viel zu lang, hier geht es viel zu glatt, ist noch kein böses Wort gefallen. Und dann das. Oh, wow. Ja? Gott sei Dank kannte ich ja den Trailer schon. Ich hab Bock drauf. Und ja, das war auch, um mal darauf hinzuweisen, das war tatsächlich der UK-Trailer, soweit ich informiert bin. Ja, der Deutsche ist ein bisschen anders geschnitten, ne? Und genau, mit alternativen brutal. Szenen. Man kann sich beide ansehen, aber ja, komm, es ist Evil Dead, ja? Ja. Ich bin gespannt, ob wir hier geklemmt werden wegen dem Ding. weil er geht ja schon ordentlich zur Sache. Naja, vor allem wegen der Musik. Aber ist ja. Oh ja, ja, der Musikeinsatz, das ist für mich eigentlich jetzt schon der Musikeinsatz des Jahres. Ja. Also, Que sera, sera, kann ich mir nie wieder anhören, glaube ich, ohne jetzt an diesen Trailer zu denken und an Til Schweiger. Da haben sie, musst dir mal Ding, guck dir mal, ach, wo haben sie auch Que sera, sera nochmal benutzt? Zuletzt in Westworld. Nee, nicht Westworld. Ich habe eine Serie, ach Gott, mir fällt es gleich wieder ein. Da haben sie es nämlich auch. Die läuft auf Paramount Plus. Cool. From heißt die. Und da haben sie Que sera, sera auch sehr düster und sehr geil fürs Intro eingesetzt. Nice. Intro gucke ich mir vielleicht dann sogar mal im Video Intro an oder so. Intro ist fest. Das Intro, das ist doch cool. Ja. Auf jeden Fall ist Evil Dead Rise mein meist erwartetster Film dieses Jahr. Ja, dann kann ich den beiden Gore-Bauern hier eigentlich auch die Bühne überlassen. Oder? Ja, weil ich kann nur dazu sagen, ist nicht mein Film. Also ich überlasse euch da die Bühne, weil absolut. Es ist nicht mein Film. Ja. Also ich gewisse Horrorfilme mag ich, aber der gehört in die Sparte. Nee, muss nicht sein. Okay, ja. Ich hab so Bock drauf. Es ist egal. Ruhe auf den billigen Plätzen da, ey. Ja. Wir haben Til Schweiger mit Fans oder ohne Til Schweiger. Ja. Und dadurch Terrifier 2 habe ich halt auch die größte Hoffnung, dass wir das Ding einfach komplett ungeschnitten sehen. Mhm. Und ich hoffe, es wird so gut wie der Vorgänger. So. Also selbst wenn es nicht so gut wird wie der Vorgänger, sondern nur ranreicht, würde es mir schon lang, weil Evil Dead von 2013 ist für mich wahrscheinlich das beste Horror-Remake, das ich kenne. Mhm. Und einer meiner absoluten Lieblings-Horrorfilme. Der ist einfach so geil. So, jetzt da habe ich auch sehr viel Geld fürs Mediabook ausgegeben. Das glaube ich. Absolut geil. Ja, wir machen mal eine Roomtour irgendwann beim Till. Nach seinem Video. Nein, ach Quatsch. Und den Film, die er noch sehen will. ich muss allerdings sagen, also ich bin da jetzt auch nicht so drin in dem Franchise. Ich weiß aber, dass das hier, glaube ich, kein Sequel ist von dem 2013er Film. Ganz ehrlich, ist mir auch egal. ja, gut, irgendwie muss das Buch ja weiter. Ja. Weiter gereicht werden und wenn sie nur halt erstmal in die Hütte als Putzfrau zum Abschrauben kommt und das Blut wegwischt vom letzten Mal, man hat genug Spuren, dann nimmt sie halt das Buch mit, hockt sich ins Auto, fährt hin und liest den Kindern halt was aus dem Necronomicon vor. Wo ist das Problem? Ja.
Auf jeden Fall ist ja Sam Raimi mit an Bord. Ja. Wahrscheinlich dann sowohl als Produzent als auch beim Drehbuch. Und beim Drehbuch und bei der Regie ist durchaus was Interessantes auch wirklich, nämlich Lee Cronin. Der sagt wahrscheinlich keinem was, aber der hat, da steht's ja, einen kleinen, aber feinen Horrorfilm aus Irland gemacht, 2018, 2019, The Hole in the Ground, der hier auch besprochen wurde vom Kollegen Stu, der gerade in der Regie sitzt und sich als Til Schweiger-Fan outet. kann man was? Das ist nicht. Toller Film. The Hole in the Ground, ja. Kleiner Geheimtipp. Kann man sich wirklich mal ansehen. ist so ein bisschen ist so ein bisschen Brightburn in gut, eigentlich. Ja, aber Brightburn war doch super cool. Im Kontext. Ja. Was, Brightburn? Ja, der war cool. Der war okay, ja. Ich würde gerne ein Sequel sehen, weil das, was im Abspann kam, war interessanter als der ganze Film. Ah, okay. Naja, okay. Ich muss da sagen, also ich bin da nicht so drin. Wir können aber eigentlich schon mal Wetten abschließen, ob Bruce Campbell auftauchen wird, oder? Naja, er hat ja auch in Evil Dead von 2013 hat er ganz nach dem Abspann hat er Cameo. Ja. Der wird irgendwie, es wird das Auto zu sehen sein und irgendwie wird Bruce Campbell dabei sein. Also visuell. Der ist ja sowieso involviert. Natürlich. Mhm. Ja, aber ich denke schon. Ich bin auch mal gespannt, ob der wirklich, wenn sie schon gesagt haben, er wird auch noch, ich weiß nicht, wie man da noch mehr Blut mit reinbringen soll wie beim letzten Mal. Also das ist schon fast unmöglich. bin ich auch mal gespannt auf die Kinoauswertung und natürlich auch auf die Heimkino-Auswertung. Mhm. Und hoffe, vielleicht gibt es dann auch wieder einen Extended Cut wie beim ersten. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass die da nicht, also für den Heimkinomarkt werden sie wahrscheinlich wieder sagen, oh nee. Wobei. Mit Spio bestimmt. Ja, warten wir es mal ab. Bei Terrifier ist es ja halt wirklich nur Tiberius, die da nicht so wirklich eine Streitkultur haben, sondern die sagen, ja gut, ist egal, jetzt bringen wir es einfach off. Raus. Ja, richtig. Legen sich dann mit der FSK nicht an. Aber ja, ich denke auch Spio und gut ist, also. Ja, wir werden sehen. Ich habe jedenfalls Bock drauf. Und als ich die Kettensäge geholt habe, war ich sowieso schon dabei. Damit wird sie nicht den Vorgarten. Kettensäge und Käsereibe gehören in jeden guten Horrorfilm. Und Theresia freut sich trotzdem eher auf Evil Dead Manta, oder wie ist das? Nee, ich weiß auch nicht. Also ich ist jetzt gar nichts in dem Film dabei, wo ich sage, ja, muss ich jetzt schauen, dann eher noch Sick als wie jetzt den Film, aber Horror-Genre ist jetzt nicht so mein Favorite-Genre. Mhm. Oder nicht diese Art von Horror. Ja, genau. Ich habe, so eine, was ich sagen wollte, irgendwie diese Zwischenkommentare bringen mich immer komplett raus. Ja, wir halten kurz die Schnauze. Nee, ich kenne also den Vorgängerfilm nicht. Ich habe den auch nicht gesehen. Also von daher, ich bin da auch komplett blank, was dieses Franchise angeht. Und jeder, der mit dem Film Spaß hat, darf ihn gerne haben. Du musst auch, also Evil Dead von 2013, den kannst du einfach so gucken, ohne alle anderen Teile. Ist schon mal Army of Darkness, brauchst du schon mal gar nicht zu kennen dafür. Obwohl, den sollte man trotzdem gucken. Sollte man. Army of Darkness sollte man kennen. Man sollte Evil Dead 1 und 2 kennen. Evil Dead 2013 ist für mich auch besser als alles, was vorher kam, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es natürlich eine ganz andere Herangehensweise ist und vielleicht ein bisschen mehr Budget als Teil 1 damals. Ja gut, das ist auch nicht schwer. So, aber ja, ich gucke den auf jeden Fall einmal im Jahr, weil ich den so sehr liebe. Ja, da kommt eine Käserei, wie ich raste aus hier heute. Ne? Aber der hat halt auch eine ganz gute, also eine geile Atmosphäre. Übertrieben. Der hat tolle Kamera für alles. Ja, den ersten müsste ich auch echt noch mal gucken. Der ist ja von Fede Alvarez gewesen, glaube ich. Genau, aber sprich. Super Atmosphäre und vor allen Dingen hat er auch bei der Story, es ist jetzt nicht nur, klar, es ist natürlich viel Gore und auch wurde sehr schmerzhaft teilweise. Ja, absolut. Aber er hat auch eine gute Story. Er hat tatsächlich auch eine gute Story, weil es da gewisse Sachen gibt, wo man sagt, ja, das könnte tatsächlich auch so sein. Und da bist du aufs Ende gespannt.
Oh, okay, gut, und dann ist natürlich am Schluss ist alles vorbei. Das aber ist Weltuntergang auch in Rot. Ja. Sie ist ja, was man ohne Spoiler sagen kann, die fahren dahin, um die Hauptdarstellerin, der Hauptcharakter will einen Drogenentzug machen. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine Metapher für einen Entzug, dieser Film. Bisschen drüber vielleicht, aber ja. Ein bisschen drüber. Wirklich, ja. Und der Extended Cut, der sollte es sein. Also definitiv, ja. Ja, doch. Ja, ich bin auch neugierig. Ich mochte den 2013er, auch wenn das jetzt schon echt eine Weile her ist, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe Lust bekommen, den nochmal zu gucken. Durch den Trailer. Ich bin auch mal gespannt, wie es mit der Location-Wechsel wird. Weil wir jetzt ja nicht nur die einsame Hütte im Wald haben, sondern wohl halt auch in einen Wohnkomplex gehen. Das heißt, mehr Opfer und mehr Blut. Ja. Könnte aber was Frisches sein. Ich glaube, das tut dem Film gut. Wenn es ein Corona-Zeiten ist, dann sind auch alle zu Hause. Wir mussten alle zu Hause bleiben. Oh ja. Wenn der auch noch während Corona spielt, ne, dann, boah, ey. Ja. Ich bin gespannt. Guck mal, du darfst hier nicht rein ohne negativen Test. Ja, richtig. Das stellt mir lustig vor bei Evil Dead. Ja, und das Poster. Da wird die Blutgruppe ermittelt, bevor irgendwas passiert. Alles gar kein Problem. Das Poster, meint ihr, das Poster ist entstanden, nachdem Smile in die Decke gegangen ist? Weil ich finde, das Poster, also dieses leicht dämonenbesessene, das sieht nicht so ganz gut aus. Im Gegensatz zu den realistischen Kindern. Das ist irgendwie, das sticht so ein bisschen raus. Ja, ein bisschen zu unnatürlich. Und irgendwie, als hätte mit Photoshop jemand, als hätte mit Photoshop jemand gesagt, ey, die muss ganz schnell grinsen, damit wir auch auf TikTok irgendwie trennen. Muss ein bisschen verrückter schauen, ja. Und sind wir ehrlich, also wenn sie ja besessen sind, dann schlagen die ja relativ schnell und unbarmherzig zu, und nehmen noch erst ihre Kinder in den Arm, um dann vielleicht aus dem Hinterhalt anzugreifen. Oh, ja. Sondern es geht gleich zur Sache. Welche Eltern machen die schon aus dem Hinterhalt angreifen? Das ist Und ich bin gespannt, wie das mit der Tochter ist. Wie alt wird die sein? 8 bis 12, 8 bis 10, eher so. Wahrscheinlich. Weil es ist so, die Gewalt an Kindern, okay, das ist natürlich nochmal was anderes, aber auch wie das dann geschnitten ist, weil bei Terrifier 2 war das ja auch, hat man halt gesehen, ne? Alter, man kann ja nicht einen Satz beenden, ey. Ich bin da raus. Aber auch Werbung für eine Ding sein, für eine neue Oral-B oder so, weißt du, wenn sie es immer einblenden. Guck das an, vorher, nachher, mit uns. Odo mit drei Samtweinen. mit unserer Zahnbürste passiert dir das nicht. Nach 14 Tagen Anwendung und aus dem Necronomicon lesen. Nein, genau. Ja. Oh Gott, ey. Das Necronomicon wird dann wie so eine Kinderfibel verkauft in der Welt. Ja. Genau. Das ist bei Conny dann dabei. Das kommt dann vor Puh der Bär. Also, genau. Ja, Conny liest aus dem Necronomicon. Wollte ich auch noch sagen. Genau. Und jetzt haben wir bei Conny auch nochmal die Verbindung zu Til Schweiger. Das war herrlich. Ja. Wir werden sehen, am 20. April in den deutschen Kinos. Könnte unrated sein. Wir werden sehen nach sowas wie Terrifier 2. Ja, im Kino denke ich schon. Und damit sind wir durch. Ja. Was? Wie bitte? Nix. Es wurde wieder ein Geburtstag angesprochen. Ja. Alles gut. Ach so, ach, der 20. April, ja. War natürlich Schweiger nochmal Geburtstag, ich glaube am selben Tag wie Brad Pitt, ne? Genau. Ja, damit wären wir durch mit dieser relativ alles andere als jugendfreien Ausgabe des Trailer-Ramas. Ich bin gespannt, ob wir geclaimt werden für den Evil Dead Rise Trailer. Vielversprechend. Also wir haben wirklich keinen Titel, wo ich persönlich völlig desinteressiert gewesen wäre. Theresia zumindest ein, halbwegs. Ja, das ist immer noch das Highlight, glaube ich. Das ist das Highlight, Wenn der ins Kino kommt, dann gehe ich auch. Nein. Ja.
Ja, aber damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende, bevor das hier noch eskaliert und wir noch irgendeinen Mashup-Trailer von Til Schweiger kriegen. ja, es hat mir persönlich wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Die Zeit verfliegt, finde ich. Mhm. Man darf uns natürlich gerne schreiben, auf was für Trailer ihr euch da draußen so freut. Was sind so generell eure Erwartungen an das Film- und Serienjahr 2023? Vielleicht auch Trailer, die ihr gerne hier gesehen hättet. Könnte ja auch sein. Lasst uns das gerne wissen, ob beim YouTube-Upload oder ganz altmodisch über unsere Website tele-stammtisch.de. Schaut da auch gerne mal vorbei. Oder und hört natürlich Dingsbums, das bleibt ja noch gespeichert, ne? Genau, eine Weile bleibt das hier noch auf Twitch gespeichert, allerdings nur begrenzt. Also wenn ihr es jetzt hier live gesehen habt, ihr könnt es aber auch noch mal beim YouTube-Upload nachholen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das hier ist ja ein Format, was wir zweiwöchig produzieren. Mal gucken, wie sich das im Laufe des neuen Jahres entwickeln wird. Aber ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Abend, gute Nacht, guten Tag. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.